Hi Leute, ich bin Silona und von mir gibt es heute eine Abendroutine. Ich habe gerade noch so halb Paste im Gesicht, halb ist die schon eingewirkt in meinem Gesicht. Ich war heute den ganzen Tag zu Hause, hatte Vorlesungen, habe an Uni-Aufgaben gesessen. Also heute so ein richtiger Stay-in und mach mal was für die Uni-Tag. Ich bin da sonst gerne mal ganz faul. Deswegen war das auf jeden Fall ein guter, produktiver Tag. Jetzt habe ich gesagt, für heute reicht's. Es ist jetzt 6 Uhr und für mich war es das jetzt heute mit Unisachen. Irgendwann will das Gehirn auch nicht mehr, da muss man selber sagen, okay, that's it für heute und es ist okay. Ich habe heute genug getan. Ich habe heute auch hier ein bisschen an meiner Nase rumgedrückt. Wir kennen das alle. Wenn wir einmal anfangen, dann hört man nicht mehr auf. Deswegen wundert euch dann nicht. Ich liege jetzt gerade auf dem Bett, habe mich dazu entschieden, heute ist ja Wochenende, dann kann man sich mal was gönnen. Habe ich mir jetzt eine Pizza bestellt, eine Margherita mit Sauce Hollandaise, mein Favorite. Einfach weil ich sage, ich habe das jetzt einfach verdient. hatte ich jetzt Bock drauf, ich habe jetzt schon länger nicht mehr bestellt und ich dachte mir so, warum nicht? Schaut euch diese Beauty an. Einfach schön, also wirklich eine Schönheit einfach. So Leute, ich bin jetzt fertig mit meinem Workout und gehe jetzt in die Dusche. Zeige euch mal, welche Produkte ich verwende. Ich wasche jetzt heute nicht meine Haare. Ich versuche die so selten wie möglich zu waschen. Ja, wenn es geht einmal die Woche, manchmal werden es dann auch ein-, zweimal die Woche. Hier seht ihr meine ganzen Produkte. Das ganze Teil hier habe ich bei Amazon bestellt. Das ist echt mega praktisch, weil man das nicht an die Wand bohren musste, sondern man hat das einfach nur so festgedreht und durch diesen Druck hält das dann. Das ist halt voll praktisch, wenn man in der Mietwohnung ist. Ich kann euch das auch unten mal verlinken. Hier meine liebsten Duschgele. Ich habe hier die von Tracalmoon. Dann habe ich hier dieses Duschgel Berry Boost. Boah, Leute, das riecht so gut. Oder von Nivea Water Lily and Oil. Mag ich auch mega gerne. Und was ich euch auch mega empfehlen kann, ist hier diesen Schwamm von Rossmann. Weil damit könnt ihr euch richtig schön den Rücken waschen. Voll random, oder? Aber ne, schön den Rücken schrubben. Ihr wisst, was ich meine. So Leute, frisch raus aus der Dusche. Wundert euch nicht, dass ich hier so ein paar Wasserflecken habe. Ich habe gerade mein Gesicht gewaschen, dafür benutze ich immer einen Waschschaum und mache hier jetzt mal meine Skincare-Routine am Abend. Heute benutze ich von Beauty Mates den Poren Minimizer Booster. Der beinhaltet Vitamin C. Vitamin C ist ein richtig guter Stoff, der euch gegen Rötungen, gegen Hyperpigmentierung hilft, gegen Altersflecken. Genau, Vitamin C gleicht halt sozusagen den Hautton aus. Wenn ihr wisst, was ich meine. Und ihr könnt alle Booster immer entweder so einzeln verwenden, wie ich das gerade tue. Das heißt, es ist einfach wie ein Serum. Oder ihr könnt ein paar Tropfen in eure Nachtcreme reinmischen. Da lasst ihr selber schauen, wie das für euch am besten funktioniert. Und dann benutze ich die Hyaluron Boost Creme, auch von Beauty Mates. Dann als Nachtpflege, was ich an der mega praktisch finde, ist, dass sie sofort einzieht, die fettet nicht. Das heißt, die ist auch für jeden Hauttypen geeignet. Ist mir aber ganz, ganz wichtig, wenn ich so über die Nacht merke, da bildet sich so ein Fettfilm. Das ist so ein Punkt, der Akne nochmal gerne triggert. Deswegen kann ich euch von sehr fettenden Cremes nur abraten. Diese zieht auch richtig schnell ein, was ich einfach mag, wenn man nicht 10 Jahre warten muss. Aber was mir auch ganz wichtig ist, die Produkte sind parfümfrei. Parfüm hat nichts in euren Skincare-Produkten zu tun. Absolut nicht. Hier sind wirklich nur die Stoffe dran, die eure Haut auch braucht. Hier parfümfrei, parabenfrei, keine Mineralöle, keine Parabene. Das heißt wirklich nur Stoffe drin, die eure Haut auch gut tun. Alle Produkte gibt es einzeln oder im Set. Das hier ist jetzt das Even Skin Set. Das verlinke ich euch in der Infobox. Es gibt aber natürlich auch noch andere Booster von Beauty Mates, die ich schon ausprobiert habe. Wie zum Beispiel der Anti-Pickle Booster, den ich sehr, sehr gerne mag. Aber genauso auch den Selbstbräunungsbooster. Der ist jetzt gerade im Winter perfekt, weil man ja doch ein bisschen weniger Sonne abbekommt. Und dann abends 1-2 Tropfen mit in eure Nachtcreme geben. Und dann wacht ihr am Morgen auf, seht sofort aus wie frisch aus dem Urlaub. Also je nachdem könnt ihr natürlich mehr Tropfen noch reingeben für einen stärkeren Effekt. Aber wenn ihr wirklich nur diesen leichten frischen Kick einfach haben möchtet, weil ein bisschen bräuner sieht man immer frischer aus.
meiner Meinung jedenfalls nach. Das heißt, ihr könnt alle Produkte natürlich auch mit euren anderen Hautpflegeprodukten kombinieren. Es gibt auch den Set-Konfigurator auf der Website. Da könnt ihr euch euer eigenes Set zusammenstellen, je nachdem, welche Produkte ihr gerne mal ausprobieren möchtet. Genau, die Sachen bekommt ihr bei Beauty Mates in dem Link, den ich euch in die Infobox gepackt habe. Und das Beste ist, dass ich auch noch einen Rabattcode für euch habe. Heute einen richtig guten Code. Jetzt extra vor Weihnachten gibt es nochmal einen Special Code für euch. Mit Iluna 30 spart ihr 30% auf alles bei Beauty Mates. Da gibt es auch keinen Mindestbestellwert, sondern shoppt, was ihr möchtet und spart 30% mit meinem Code. Ich habe euch den Booster sowie die Creme einzeln unten verlinkt, sowie auch im Set. Das heißt, klickt jetzt unten in die Infobox auf die ersten Links, die ich euch reingesetzt habe. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie ihr die Produkte findet. Ich habe sie euch ja schon öfter gezeigt und ich habe von euch auch Feedback bekommen, dass ihr sehr, sehr zufrieden seid. Und das freut mich einfach mega, weil mir hat eine Zuschauerin geschrieben, dass sie schon öfter so nach den richtigen Produkten für sie gesucht hat und dass sie jetzt mit Beauty Mates mega zufrieden ist. Und ich finde, was Schöneres, das kann man nicht hören, wenn ich euch was empfehle und es dann bei euch genauso gut ankommt. Also falls ihr jetzt auf der Suche seid momentan nach der passenden Hautpflege für euch, dann bin ich sehr gespannt, was ihr zu Beauty Mates sagt. Probiert es aus. Es ist schon noch eine hochwertigere Hautpflege, die halt aber auch ihren Preis wert ist. Also vergesst nicht, meinen Code ILUNA30 anzuwenden. Alle Links sind in der Infobox. So, dann Lippenpflege. Da benutze ich von Elizabeth Arden die 8 Hour Lip Cream. Die habe ich mir mal am Flughafen gekauft. Ganz random war ich auf dem Weg nach London oder von London nach Hause, ich weiß nicht mehr sicher. Und dann wurde mir auf dem, also ich war dann halt da so in diesen Duty-Free-Shops und war so, hatte voll trockene Lippen auf dem Flug, das hat man ja voll oft. Bin ich da hingegangen, habe gefragt, was können Sie mir für eine Lippenpflege empfehlen und hat mir dann diese Creme in einem Doppelpack empfohlen. Und ich glaube echt, ich habe jetzt locker seit 3 Jahren habe ich diese 2 Tuben aufgebraucht und ihr seht, hier ist noch ein ganz, ganz bisschen drin. Also bald ist sie zu Ende und ich glaube, ich muss sie mir nachkaufen. Mittlerweile so mein Fave geworden und da benutze ich jetzt auf meinen Pickeln die Azulenpaste von Dr. Eckstein. Die habe ich euch ja schon mal gezeigt im letzten Video. Ich habe momentan meine Tage, habe dadurch so ein paar kleinere Pickelchen halt auch so auf dem Gesicht bekommen. So im Kinnbereich habe ich ja eher so meine hormonelle Akne. Und diese kleinen Pickelchen, da merkt man ja, ne, wenn man so seine Tage bekommt, dann waren die kleinen Pickelchen einen sozusagen schon mal vor. So, man weiß dann schon mal, was kommen wird. Und da habe ich eine ganz, ganz schlimme Stelle erwischt. Und zwar genau hier in der Mitte. Oh Leute, es tat so weh. Es gibt so Stellen, wisst ihr, was ich meine? So Stellen, da sind die Pickel immer am schmerzhaftesten. Ich würde sagen, das ist so Ohr, alles an der Nase, uff, aber auch am Mund. Am Mund ist man genauso empfindlich. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob es euch genauso geht. Gibt es so Stellen, da sind die Pickel irgendwie schmerzhafter, oder? Oder auch, also generell finde ich so Pickel, die man so bei jeder Bewegung spürt, das sind eigentlich so die schmerzhaftesten. Wie ihr seht, ich habe ein paar so kleinere Pickelchen, das sind jetzt nur noch Narben. Da packe ich das nicht drauf, weil da soll schön die Nachtpflegefeuchtigkeit spenden und denen helfen zu verheilen. Da packe ich dann nicht nochmal austrocknende Creme drauf. Und der letzte Step in Skincare ist dann mein Wimpernserum. Das ist das Revitalash Advanced Serum. Und es ist einfach nur heftig. Ich habe auf meinem Instagram auch Vorher-Nachher-Bilder in meinen Highlights. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Aber ich sage euch, absolute Empfehlung. Ich habe auch schon andere getestet. Da habe ich aber zum Beispiel auch Entzündungen im Auge von bekommen. Deswegen das ist so das Einzige, was ich euch empfehlen kann. So Leute, ich liege jetzt im Bett. Ich werde jetzt lesen. Hier haben wir dieses Buch, was ich mir für die Uni gekauft habe. Medienrecht. Genau, das ist ein Fach. Dieses Semester, was ich in der Uni habe, müssen wir 2 Kapitel durchlesen. Hätten wir eigentlich schon die ganze, also hätten wir schon eine Weile halt so mit durcharbeiten sollen. Habe ich natürlich nicht gemacht. Und ich denke mir jetzt so, wenn ich mir schon mal dieses Buch kaufe, dann muss ich das halt auch wenigstens nutzen für die Uni. Genau, 2 Kapitel. Let's go. Nebenbei trinke ich hier die ganze Zeit noch ganz viel Wasser.
Das ist meine Trinkflasche von 720 Degree. Die gibt es bei Amazon. Die habe ich auch in einer kleineren Version. Oh mein Gott. Die ist nämlich undicht, meine erste. Die habe ich jetzt schon, glaube ich, ein Jahr benutzt. Genau, die habe ich mir gekauft, als die Uni angefangen hat. Als ich angefangen habe zu studieren. Und dann hat die halt angefangen, ein bisschen Wasser zu leaken. Deswegen habe ich mir dann eine neue davon geholt. Die jetzt die ganze Zeit in meiner Gymtasche vor sich rumchillt. Die kann ich euch aber auf jeden Fall nur empfehlen. Ich trinke halt nur Leitungswasser, deswegen trinke ich dann immer. Also ich fülle dann so eine riesige Trinkflasche voll. Hab die immer so neben meinem Bett stehen. Werd mir aber gleich, denke ich, noch einen Tee machen. Entweder einen Chai-Tee oder einen Früchtetee. Ich trinke gerne so Himbeer, also so, ich trinke gerne so türkischen Apfeltee zum Beispiel. Oder so Früchte, also so rote Beeren-Tee. Trinke ich auch gerne. Mal gucken, ich werde jetzt auf jeden Fall anfangen mit dem Ding hier. Mal sehen, wie viele Seiten ich jetzt durchhassel. Komm aus, Tee, komm. Komm Tee trinken. Ja, willst du auch einen Tee? Ich zeige euch hier die Auswahl. Das ist nämlich hier der indische Chai. Sehr, sehr lecker. So ein bisschen weihnachtlich, bisschen gewürzt. Dann haben wir hier meinen Rote-Beeren-Tee. Räubersch Vanille, türkischer Apfel. Dann habe ich hier noch Himbeere plus Zink. Nein. Nein. Oh mein Gott. Ich glaube, das wird heute der indische Chai. Hier. Der wird. So, meine Tassen. Ich habe hier gerade ein paar noch nicht gewaschen heute. Deswegen ist eigentlich nur die große. Und das sind alles so kleine. Die benutze ich eigentlich nicht so gerne. So, jetzt gehen wir mit dem Tee wieder in mein Zimmer. Ich weiß nicht warum. Aber die hat ja jetzt irgendwie erwartet, dass sie schon Abendessen bekommt. Verstehe ich den Gedanken dahinter jetzt nicht so ganz. Tea Time mit Ilona. Nur, dass ich es noch nicht trinken kann, weil ich sehr hitzeempfindlich bin. Es wird mal Zeit für so einen kleinen Real Talk. Es ist Freitag. Freitag war eigentlich immer so ein Tag, auf den man hingefiebert hat, gesagt hat, ja, Wochenende. Und jetzt ist es so, ich meine schön, aber ich habe jetzt keine Vorlesungen für 3 Tage, für 2 Tage. Aber, seht ihr, was ich meine? Wochenende hat so den Flair verloren, weil alles, worauf man sich halt am Wochenende gefreut hat, ist halt weg. Und so jeder Tag fühlt sich halt irgendwie gleich an. Also wenn ich mir den Tag gestern anschaue und den Tag heute, ich sehe da keinen Unterschied. Es ist so... Ich versuche halt auch so eine Routine so in meine Tage zu bekommen, weil es sonst wirklich irgendwann drehen dann halt komplett am Rad. Aber es ist schon komisch, wie sich das Leben doch geändert hat. Jetzt, dass man sagen muss, das ist jetzt so. Es ist natürlich ist es irgendwo lebensverändert, aber ist es jetzt so dramatisch? Nee, ich denke. Man kann immer aus allem so einfach das Beste machen, aber ich finde, es ist auch okay, einfach mal zuzugeben, dass es doch Momente gibt, wo das einem so ein bisschen alles auf den Sack geht. So, auf gut Deutsch gesagt, geht einem das einfach alles manchmal auf den Sack. Und ich denke, wir wünschen uns alle die Zeit wieder so zurück, wie sie vor dem Lockdown war. Und das Schöne ist ja daran, dass es so hoffentlich auch nicht bleiben wird und man dann die Zeit danach hoffentlich einfach umso mehr genießen wird. Dass man dann nicht sagt, ich bleibe heute mal zu Hause. Nein! Ich werde, sobald ich kann, werde ich, nein, also wird das Wort Nein nicht mehr meinen Mund verlassen. Jemand fragt, willst du das? Ja. Willst du das machen? Ja. Wollen wir da oder hin? Ja.
Das Wort Nein werde ich aus meinem Vokabular schmeißen, wenn es darum geht, wenn mich Leute fragen, ob wir was machen wollen, weil ja, will ich. Will ich rausgehen? Ja. Will ich feiern gehen? Ja. Und wo wir jetzt mal über das Thema Studieren sprechen, viele haben ja jetzt neu angefangen im Herbst, manche sind so wie ich schon ein Jahr dabei, manche sind schon 2 Jahre dabei. Und natürlich hat das auch vom Studentenleben einfach vieles weggenommen. Und ich hoffe jetzt, dass ich einfach die verbleibenden Semester, ich denke, nächstes Semester wird noch schwierig. Da wird wahrscheinlich auch noch alles online bleiben. Aber hoffen wir drauf, dass nach dem nächsten Semester, also übernächstes Semester, wieder ein bisschen mehr das Studentenleben so ist, wie man es kennt. Und dann wird man nochmal richtig auf die Kacke hauen und das Semester, also das Studium nochmal mit einem Bang beenden. Natürlich studiere ich mit diesem Ziel am Ende, dann das Studium geschafft zu haben, den Bachelor in der Tasche zu haben. Gleichzeitig geht es aber natürlich auch um die Studentenerfahrung. Ist einfach ein Fakt, dass man sich das halt cooler vorgestellt hat. Deswegen, irgendwas macht Maus. Ich höre immer, sobald die irgendwie in der Küche auf meinen Tisch geht, gibt es immer richtig Stress. Ich werde jetzt gleich, wenn ich dann den Tee ausgetrunken habe, natürlich noch meine Zähne putzen. Das mache ich gerne immer so kurz, bevor ich schlafen gehe, putze ich immer meine Zähne. Ich mag so dieses ganz frische Gefühl am Mund. Bei mir ist das so, genau vom Schlafen gehen muss ich die Zähne putzen und genau nach dem Aufstehen. Also ich bin auch kein Mensch, ich putze nicht erst nach dem Frühstück meine Zähne. Ich muss immer kurz bevor ich schlafen gehe und direkt nachdem ich aufwache. Ich habe sehr oft gehört, dass Leute tatsächlich sich abends nicht die Zähne putzen. Wenn ihr einer davon seid, dann habe ich hier eine Challenge oder einen Jahresvorsatz für euch. Bitte tut es. Das ist auch ganz, ganz schlimm. Überlegt mal, die ganzen Bakterien, die sich über den Tag gesammelt haben, damit dann noch die ganze Nacht schlafen? Also ich könnte das allein vom Geschmack her nicht. Und ich glaube, sobald man sich das einmal angewöhnt hat, ne, dann kann man auch gar nicht mehr ohne Zähneputzen schlafen gehen. Ich habe vielleicht ganz paar Ausfälle mal im Jahr, wenn man es mal vielleicht einmal vergisst. Oder wenn ich mal feiern war. Das ist mein Wort zum Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und gute Nacht.